schön, ach, herzlich. Gut. So, herzlich willkommen. Zu einer weiteren Woche Aufnahmesession from the Mind Clone. Achso, halt. Ich muss ja erstmal noch den Server starten. Upsala. So ungefähr. So. Wir waren dabei, den Boden zu bauen. Glaube ja. Genau. Warum schneit sie gerade? Verarschen? Warum ist überhaupt Wetter auf dem Server? Nice. Endlich mal mit Wetter spielen. So, wir können hier mal direkt der Woche ist damit starten, unseren Wetterraum aufzuräumen. Was ist hier los? Ein bisschen ernten zu gehen da. Sieht alles ganz schön voll aus. Ich brauche hier mal Kisten. So, erstmal kommt das ganze Gedüngs da rein. So ungefähr. Eisen. Ja, ein Diamanten. Traurig. So. Haben wir noch was zu essen? Ja. Apfel kann nicht schaden. Mit dem hier, man kann sich ja hier mal, wo kann man sich denn hier, man kann sich ja ducken, so, ja, sieht ja voll geil aus, keine Ahnung, auf jeden Fall, ups, okay, auch sehr schön, auf jeden Fall ist es relativ gefährlich, weil mir ist jetzt ein paar Mal schon passiert, dass wenn man so bei Blöcken war, wo man einen Block frei hat, ich kann, gibt es hier mal ganz kurz sowas? Warte mal ganz kurz. Ja, hier so zum Beispiel. Hier ist ja nur ein Block hoch und man kann hier normalerweise nicht rein. Wenn man sich jetzt aber duckt, dann kommt man da rein. Oder auch nicht. Warte mal ganz kurz. Ich mach mal kurz hier. Ach nee, komme ich gar nicht. War das denn mit irgendwelchen Modes? Okay. Nee, ich habe ab und zu das Problem, dass wenn ich hier im Schleichen bin, ich dann in so eine ein Block und Dinger reinkomme und sobald ich dann speichern, Schleichen wieder loslasse, ich ja quasi wieder meine normale Größe annehme, damit zu groß bin und mein Klon mir das damit dankt, dass ich Schaden bekomme. Und zwar nicht gerade wenig. Aber das scheint wohl ein Atem-Ding zu sein. Beziehungsweise einfach etwas, was man halt, wenn man halt die entsprechenden Rechte hat. Was machst du hier eigentlich? Mal mit dem Kopf gegen die Wand oder was? Das ist mein Teil, weg da. Spartgelände. Können wir uns ja bald anfangen, eine Weile hier mal ein paar Gerichte machen, ne? Haben jetzt mittlerweile schön viel Gedingsdöns. Warum haben wir hiervon nur 15? Das macht doch gar keinen Sinn. Ach, haben wir davon so wenig? Gib mal her. Lalalala.
So. Ich mach mal hier vorne ein bisschen. Das Schöne ist ja hier, ne, man muss ja Brot nicht backen. Das heißt eigentlich ist so für allgemeine Sachen, so für Vorrat und so eigentlich Brot tatsächlich das Sinnvollste. So. Okay, reicht gar nicht für alles, merke ich gerade. Ich dachte, ich hätte zwei Stacks, also mindestens zwei Stacks gehabt. Aber doch nur mehr als einer, oder? Bin ich einfach dumm? Nee, war nur einer. Habe ich nicht zwei Stacks hier reingepackt? Überall sind ja Hasen, was ist denn los? Nö, okay. Dann nicht. Wir haben ein paar Kartoffeln. Schmeißen wir mal hier rein. Wir brauchen hier mal Kisten. Wir brauchen hier echt Kisten. Wie sieht es denn aus holzmäßig? Da haben wir ein bisschen was. Für Kisten kann ich auch das Holz verschwenden und anderes Holz. Haben wir genug. Okay. Okay. Dann danke. Und ja gut, zwei Kisten, das bringt ja auch voll was. Machen wir hier doch noch zwei. Hey, was, wie, wo, was? Ich hau dich. So. So. Ich will noch mal gucken. Also ich würde hier gerne die Tür machen. Das heißt, dann wäre Abstellraum technisch eigentlich das hier am idealsten. Dann mache ich mal. Wir können hier später so eine Wand reinziehen. Dann mache ich mal so. So. Und da kommt da hinten noch eins, zwei Kisten rein oder so. Mal gucken. Ja, und wieso? Keine Ahnung. So, dann fangen wir mal an, ein bisschen Scheiß aufzurollen. Erstmal so die ganzen Blöcke hier. Alles, was so geröllmäßig ist. So, das kommt erstmal nach Uppsala. Wow. Wird einmal dunkel geworden, auch geil. Gerade so aus, als wenn das Viech da hier auf den Feldern wäre. Nee, nee. Meine Shift-Taste hier shiftet nicht mehr so gut. Was ist denn los? Da kommt in die nächste Kiste. Am besten. Erstmal alles andere. Sortieren können wir später. Lalalala. Lalalala. Wir haben keinen Platz mehr. Scheiße. Gut, dann muss ich erstmal hier was reinpacken in die andere Kiste. Beziehungsweise warum eigentlich? Oh, ich war nicht. Kann hier direkt mal Stoff reinpacken. Ich mache mal hier alles rein, außer Lebensmittel und Sachen, die mit Lebensmitteln zu tun haben. Also zum Beispiel du noch oder du oder du oder du oder du oder du oder du.
Und in die dritte Kiste kommt dann alles rein, was so Lebensmittel sind. Dann musst. So. So, so, so und so. Und du vielleicht. So. Sehr schön. So. Und du kommst denn hier so hin? Ja, keine Ahnung. Übrigens, ihr seid auch falsch. Ihr kommt auch nicht hier. Danke. Und du, nee. Kann man hiermit irgendwas machen? Vergiftungswahrscheinlichkeiten, Hungerpunkte, Sättigungspunkte. Okay, macht also tatsächlich auch satt. Ah ja, pack ich mal extra. Vielleicht können wir damit irgendwann mal was anfangen. Was ist hier los? So. Okay. Das Zeug hätte ich auch gerne hier. So ungefähr so und so. Ah. Da brauchen wir jetzt eine ganze Menge Holz. Oh, ich habe Kürbis auf. So. Holz. Holz. Und da. Ja, normalerweise habe ich für Holzsachen immer noch eine extra Kiste. Was ist hier los? Ups, oder? So. Wir brauchen definitiv mehr Holz. Aber sowas von extrem. Ich würde gerne hier so eine Trennwand reintrennen. Können wir denn hier so machen? Machen wir hier so einen kleinen Eingang. Machen wir hier so einen kleinen Lagerraum. Was auch immer. Ja. Nice. Können wir eigentlich auch richtig dicht machen, brauchen wir keine Fenster. Beziehungsweise ich mache mal das Ding hier wieder weg. Hier so ein kleines Fenster kann ja rein. So. Mehr aber auch nicht. Mehr braucht dieser Raum auf jeden Fall nicht. Perfekt. Naja, fast. Oh, scheiße, ernsthaft jetzt? Einer hat gefehlt. Gut, wir brauchen mehr Holz. Dann haben wir jetzt zum Glück ein bisschen was gepflanzt. Mal schauen, ob unsere Spitzhacke das schafft. Die sieht doch schon relativ validiert aus. Was für ein Open File. Egal. Tja, das Stecker brauchen wir jetzt echt nie wieder machen. Ne? Das ist ja hier. So, wie viel haben wir denn? Ein Stack ist jetzt nicht so viel. Ja gut, okay, wow. So.
mal gleich jetzt die Spitzhacke weg. Die Axt. Und das war's. Oh, das ist so ein großer Baum. Wachsen jetzt mittlerweile eigentlich auch manuell? Also, wenn man jetzt selber so eine Bäume pflanzt, werden es jetzt mittlerweile auch so eine großen Bäume? Weil mir war irgendwie so eine Erinnerung, dass wenn man selber Bäume pflanzt, dass generell nur so eine kleinen Bäume wären. Also, die haben zwar auch verschiedene Größen, ja, aber die haben halt immer nur so einen Stamm. Also, sowas wie hier, wo halt ein Stamm hat, der nach oben geht, oder auch. Hier darf ja auch nur ein Stamm, der nach oben geht, der aber oben weiter verzweigt. Aber es gibt halt auch Bäume, die sich oben weiter verzweigen. Der jetzt hier nicht gerade. Aber ne, der Baum, der hier gerade war, ne, hat man gesehen, der hat sich ein bisschen verzweigt oben. Der zum Beispiel wahrscheinlich auch so groß wie der ist. Ja, doch, der scheint sich oben auch zu verzweigen. Jetzt sehe ich jetzt leider nicht, keine Ahnung. Ja, aber die Frage ist, wachsen so eine großen Bäume jetzt eigentlich auch, wenn man selber welche pflanzt oder nicht, ne? Eigentlich nicht. Wohl wäre cool. So, oder was natürlich auch geil wäre, wenn man das jetzt implementieren könnte, dass wenn man Bäume pflanzt, die zwar erst so normal wachsen, so wie die hier, aber denn die fertigen Bäume auch noch weiter wachsen können. Ist ein bisschen schwer zu implementieren, aber wäre geil. Das wäre auf jeden Fall geil. So, wir machen mal hier wieder ein paar Bäume hin. So zum Beispiel. Ja gut, das war super. Hier ist noch Platz. Ich versuche mal jetzt nicht mal zu nah am Haus ranzubauen, damit da nicht immer die ganzen Blätter kleben bleiben. Sieht immer scheiße aus. Ah, das ist genauso nah an dem. Ja. I need more space. So. Okay. Okay. Was ist los mit dir, hä? So, weg, alles weg. Habe ich da gerade mein ganzes Holz reingeschmissen? Bin ich dumm? Ja, ich bin dumm. Okay, komm. Aus, Ende, finito. Der ganze Scheiß fliegt raus. Ich mach eine Holzkiste. So. Da brauche ich. Ach ja, damit. So. Und wenn wir ganz so Langeweile haben, können wir später hier oben auch noch so Kisten hinstellen oder hinhängen vielmehr. Können wir dann hier nochmal hier so ein paar Slabs hinpacken, damit die so aussehen, wie als wenn sie so auf so einem Podest stehen oder aufstellen kann. Wäre schon geil. Ah, doch schon geil. Mhm. Muss man dann gucken, ob wir so viel Platz brauchen. So. Hier hätte ich gerne richtig freie Aussicht. Ja, einfach weil hier Wasser ist und das ist geil. Ich würde mal sagen, die vorderen vier Dinger hier machen wir komplett Glas. Apropos Glas, haben wir gleich Sand? Da. Ja, wir haben eine Menge Sand, das reicht locker für alles. The fuck? Okay, wo war nochmal die Wüste? Okay, wir haben hier vorne auch eine Menge Sand, aber jetzt will ich natürlich auch nicht hier vorne den Strand verschandeln. Gehen wir da hinten hin.
Das scheint auch eine Menge Sand zu sein. Da brauchen wir aber auf jeden Fall noch mal Schippen. Okay, Schippen. Wir brauchen Schippen. Komm mal her. Haben wir hier mal einmal Kohle? Da. Dankeschön. So, Eisen haben wir hier. Einen ganzen Stack haben wir auch noch auf Tasche. Gib mal her, können wir gleich auch noch eine Axt bauen. So, noch. Achso, ich habe ganz Holz noch bei mir. Ha! So. Und so. 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 Eine Schippe. Noch eine Schippe. Ja, noch eine Schippe. Und dann machen wir noch eine Axt hier. Kann ich schaffen. So. Sieht doch gut aus. Okay. Du kannst weg, du kannst weg. Du. Du auch. Eisen kommt nach da. Wie viel Redstone wir mittlerweile haben. Ich weiß immer noch nicht, was wir damit machen wollen, könnenerweise tun. Wir können mal gucken, was man hier so für Schaltungen machen kann. Ne? Wir haben ja hier bei dem einen Livestream so ein bisschen mit Mesekon rumgespielt. Ich weiß, dass Redstone bei weitem nicht so mächtig ist. Ha? Aber ich weiß andererseits auch, dass man damit eine Menge machen kann. Ich meine, es gibt ja immer Leute, die haben damit ganze Mikrocontroller oder naja, Mikroprozessoren gebaut. Mikrocontroller kann man es ja nicht wirklich nennen. Obwohl doch eigentlich schon. Naja. Danke. So, du kommst da rein. Du kommst da rein. Und dann gehen wir mal auf die Suche nach Sand. Wie spät ist es? Es ist gerade am Sonne aufgehen oder untergehen? Ist untergehen, ne? Oder ist aufgehen? Geht so oder runter? Also geht runter. Scheiße, wird also gerade dunkel. Siehst du? Wir haben noch jetzt mittlerweile Gold und sowas. Wir können noch eine Uhr bauen. Gib mal her die Kacke. Machen wir uns gleich mal 18 Uhren. Kann nicht schaden. Nee, das war falsch. War das nicht so? Oder was andersrum? Warte mal ganz kurz. Machen wir mal so rum. Wäre aber ganz schön teuer. Tatsächlich. Ja. Kann ja mal passieren. So. Haben wir immer eine schöne Uhr dabei? Da wir in Höhlen unten sind, auch immer sehen, wie spät es ist. Brauchen wir jetzt natürlich nicht, aber später denn. Komm, mach hin, ich will schlafen gehen. Arschloch. Gut, dann können wir so lange schon mal hier die anderen Wände bauen. Holz. Danke, danke, danke. So. Machen wir ja so ein schmales Fenster rein. So hier. Nee, ne? Sieht ein bisschen kacke aus. Machen wir hier oben. Sieht auch nicht viel besser aus. Oder wir machen wirklich komplett Glas, aber nee, das ist denn zu viel. Wie sieht es denn aus, wenn ich hier einen auf so mache? Also von Optik her sieht es auf jeden Fall schon wesentlich besser aus, wenn ich jetzt hier Glas reinmache. Aber dann haben wir hier so viel Glas, dann ist es ja ein gläsernes Haus quasi, das ist ja auch ein bisschen nicht so geil. Wenn ich jetzt hier so mache, dann haben wir hier vorne komplett Glas, hier haben wir so Halbglas und dann ziehe ich hier eine richtige Wand rein. Scheiße. We need more wood. So ungefähr. Würde das gut aussehen? Ich sag mal jetzt einfach ja, ne? So, hier kommt die Tür. Jetzt haben wir natürlich ein kleines Problemchen. Jetzt gibt es ja keine Mitte. Das heißt, die Tür muss ja wieder zu weit links oder zu weit rechts reingebaut werden.
Oder wir machen eine Doppeltür, aber eine Doppeltür lohnt sich nicht für ein Haus. Habt ihr schon mal ein Haus gesehen mit einer Doppeltür? Passt beim Haus einfach nicht. Egal, machen wir trotzdem. Ich will mal da hinten hingehen zu der Kiste, aber die gibt es ja gar nicht mehr. So. Da. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. So, machen wir hier. Danke, danke. Und dann brauchen wir Türen, zwei Stück. Und wir bekommen natürlich wieder drei. Danke dafür. Öffnen Sie nach außen. Mag ich das? Soll das so sein? Nee, ist schon scheiße. So schon besser. Wobei ich das doch schöner finden würde, wenn die Tür nach innen gesetzt sind. Also so hier vielleicht nach innen öffnen. Ja, das ist doch schön. So ist doch Schnieke. Okay, dann gehen wir mal los und holen Sand. Und zwar nicht auch wenig. So, schön ist, da vorne ist ein schön flacher Strand. Da können wir also schön viel abbauen. Da vorne ist eine Spinne. Warum auch immer. Die spinnt ja wohl. Hi. Ich bin Bärbel. Apropos, wir können mal. Ist doch schon fast eine halbe Stunde vorbei hier. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns mal nächste Folge wieder. Bis dann.